Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier Minecraft. Ja, heute mal ohne Musik die ganze Aufnahmesession, wegen einigen technischen Problemen. Und wir haben ja in der letzten Folge, ist das komisch ohne Musik aufzunehmen. Wir haben in den letzten Folgen jetzt hier das ganze Lagersystem eingeräumt und wir machen jetzt heute weiter und zwar benutzen wir das ganze System natürlich. Und ich würde sagen, wir sollten... Anstrengend. So, ich würde sagen, wir holen uns ein paar Fackeln raus. Wir craften gleich mal ein paar Fackeln. Genau, wir können jetzt mal ein paar Fackeln craften. Nicht viel. Brauchen wir ein bisschen, ne? Wir brauchen dann natürlich noch Waffen. Oh, wir haben keine Schwerter oder sowas. Werkzeug sowieso. Haben wir auch nicht. Alter, wie wenig Zeug haben wir denn? Okay. Ich würde sagen, da greife ich jetzt ein, dann gehe ich einmal zu den Rohstoffen. gehe ich mal hier hin und hole mal so ein bisschen Eisen raus, so. Ja, mal so ein bisschen. Und, warte, das ist ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten. So. Und gehen wir mal hier in die Crafting Bench und dann gucken wir mal. Da möchte ich tatsächlich gerne 3 machen. Spitzhacken, ja, eigentlich reicht das. Aber wenn wir Bäume fällen oder was, kann ich ja nochmal hier rangehen und craften. Jetzt müssen wir erstmal... ja, bin immer noch krank, so ein bisschen. Erkältet heißt es ja nicht krank, ich bin ja nicht... ich bin ja eigentlich voll gesund. So, die Tür hier. Haben wir eigentlich mal kein Monsterproblem mehr, so. Kommt hier rein wieder und dann würde ich sagen, geht's runter. Ah, fast runter. Wir holen nochmal die letzte Kohle aus dem Ofen. Wir müssen nämlich Kohle farmen. Auch also richtig viel Kohle. Ich nehme das nämlich jetzt alles mit hier. 16, 17, oha. Das machen wir jetzt, das baller ich jetzt alles in Fackeln rein. Auch nicht schön. Und Essen brauche ich. Ich brauche Essen. Essen ist das Wichtigste, sonstiges Zeugs und... Ernsthaft? Oh Gott. Nehmen wir halt den Apfel, so. Und dann haben wir es auch schon. Einen Moment bitte. So, tut mir leid für die Störung, Alter. Ich glaube, da unten ist ein Monster. Tut mir leid für die Störung, ihr musstet jetzt, ich weiß, ihr musstet warten. Könnt ihr einfach die Stelle vorspulen, tut mir leid. Das war jetzt eben schlimm. Hey du, na, wie geht's dir? Willst du meine neue Spitzhacke ausprobieren? Ja, bitte, schenke ich dir. So. Hier eine Fackel und natürlich unten. Wer hätte es gedacht? Und da ist das nächste, wie ich... Was? Nix. So. Wir sind nämlich jetzt wieder auf Diamantenjagd ein bisschen. Und graben uns mal hier unten ein bisschen längs. Vielleicht finden wir den einen oder anderen Diamanten. Ich weiß es nicht. So. Redstone, naja gut. Wie viel Redstone haben wir eigentlich schon gefunden? Ein bisschen viel, ne? Ich kann ja hier meine Fackel aufhängen. Hier auch nochmal und... Hier auch nochmal.
Mich das hier unten auch mit. So, was haben wir hier? Nix. Eisen, Alter! Was ist denn das hier unten? Aber ganz ehrlich. Wenn hier unten irgendwas mit Diamant ist, ne? Ist halt die Grundsteinebene, die ist ein bisschen. Versteht ihr? Ist ein bisschen seltsam. Wow, okay. Na gut, darauf wäre ich eh gestoßen. Dann mache ich das wieder so hier mit Kabel. Ich möchte jetzt. Ah, Kohle. Kohle ist sehr schön. Kohle ist sehr gut. Nehmen wir gleich alles mit. Wir brauchen unbedingt Kohle. Unbedingt. Dann möchte ich bald gleich mal ein paar Arme in diesen im Gang so ein bisschen reinhauen. Damit wir vielleicht. Hinter der Wand haben wir vielleicht auch Diamanten. Und da müssen wir nämlich gucken. So. Ah, schön. Ich hau hier mal so einen kleinen Arm rein. Null. Null. Nix. Gar nix. Ist ein Grundstein ein bisschen falsch, ne? Auch okay. Und ich mach das hier mal zu, ne? Alter, der Grundstein hier wird aber ein bisschen seltsam. Na gut, okay, naja, ist halt so. Hallöle! ich hab nicht so einen großen Respekt vor Lava, aber sie ist schon da. Ach, guck mal, ich bin ja auch einen runtergegangen, ja. Können wir von mir aus mal hier längs graben. Uns hier längs graben, meine ich. Redstone. Jackpot. Alter, wir haben hier einen Arm reingebuddelt und ich habe Redstone übersehen. Alter, Finne. Was übersehe ich denn hier alles? Schon wieder Redstone. Aber jetzt ist man mal gut langsam, ne? Ja, popopo. Ein Screenshot. Jackpot. Yeah. Boah, krass. Alter. Oh, fühlt sich das gut an. Ah, lecker. Schmackotastisch. Redstone ist es auch Lava. So heißt der Spruch. Und wo Lava ist es auch Diamanten. So wird es gesagt. Tatsächlich. So. Dann, ja, Lava haben wir auch so ein bisschen in der Nähe. Da hinten ist nochmal Eisen. Das nehme ich natürlich auch gleich nochmal gerne mit. Und dann haben wir das auch. Alter, krass. Wir haben wieder Dias. Sehr schön. Mann, das Mining-System läuft gut. Aber ich find's gut. Super. Schön, man muss natürlich auch mal so ein bisschen gucken hier, ne, wie das mit den Diamanten ausschaut. Wir können nochmal ein bisschen weiter nach oben buddeln oder irgendwie, keine Ahnung. Muss ja was bringen. Ne? So. Okay. Die Spitzhacke ist jetzt auch Schrott. Das macht aber nichts. Hoch. Grabe ich mich hier nochmal ein kleines Stückchen weiter. Vielleicht finden wir ja auch Diamanten, aber schaut schlecht aus. Schaut schlecht aus. Ja, hier ist nix. Null. Schön. Wir haben jetzt wieder ein paar Diamanten. Hier unten haben wir ein bisschen Lava. Ein kleines Lava-Problem. Ist natürlich auch nicht schön. Da kann ich mich vielleicht mal ein bisschen außen rum buddeln. Ich reiß das hier alles einfach mal auf. Wo Lava ist, sollen auch Diamanten sein. Und da wir hier auf Grundsteinebene sind und hier sollen eigentlich die meisten Diamanten sein, ist das ja hoffentlich wirkt das, also hoffentlich ist das richtig. Ich weiß es nämlich nicht. Es wird so gesagt. Es wird irgendwie, aus irgendeinem Grund wird so gesagt, wo Lava ist, sind auch Diamanten. Und wir haben hier schon mal ein sehr großes Lava-Problem. Schöne Wurst. Nehme ich das hier mal raus hier. Kommen wir uns mal. Redstone, sehr schön. Ja, Redstone Lava, das passt auf jeden Fall schon mal. Wenn hier Redstone ist, ist auch Lava irgendwo da.
Das stimmt auf jeden Fall schon mal. Ich gucke auch gerne in diese kleinen Spalten, ob da ein paar Diamanten sich verstecken. Gucke ich tatsächlich sehr gerne rein. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleiner Mittelgang. So, dann nehme ich das Zeug auch nochmal mit hier. Vielleicht versteckt sich ja hier hinterm Stein noch was. Ich habe tatsächlich sehr große Hoffnungen. Ich habe da sehr große Hoffnungen, wenn sowas betrifft. Da bin ich voll der Typ, der auf Dia steht. Ha.